Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr, haut rein. Peace. Komm, wir wetten. Ich hatte, ja, schon, ich hatte schon so eine Wette mit jemandem. Mit dir zu wetten macht doch ich keine Sinn. Ich hatte so eine Wette schon. Ja, aber wir haben gerade eben schon gewettet. Dann ja, komm, wir wetten. Dann gib erstmal eine Backwurst. Nein, lass wetten. Dann lass dir erstmal eine Backwurst. Ich hatte so eine Wette schon vor einem Monat. Ja, okay, darf ich dir jetzt erstmal eine Backwurst ziehen? Die Leute weiß ich nicht, die reden einfach. Ja, dann darf ich dir erstmal eine Backwurst ziehen? Nein. Ja, also. Junge, was willst du, du Fotze? Ich sag das eh alles. Ja, sag das dein Vater. Digga, Armin Patron ist der erste Mensch, der schwört, dass er einen anderen Mann vergewaltigt. Er hat geschworen, er wird Suna vergewaltigen, ne? Ihr versteht das nicht, Digga. Er schwört einfach auf Gott. Digga, der Mann hat echt... Wie kann man schwören, dass man jemanden vergewaltigt? Das ist das Heftigste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ne? Boah. Ich hab das schon so oft gesehen, ne? Locker in 5 Videos schon, locker. Immer, ich bin Friedensrichter. Die müssen mit sagen. Wen gehört das Auto? Ein Freund. Ein Freund. Ich höre, er ist so lustig. Schreib, Digga, es gibt keinen, der so lustig. Du bist der Lustigste. Ich schwöre, er ist wirklich der Lustigste. Ich gerade eben bei Engels gekriegt. Nein, also Engels war. Schon lange nicht mehr. Junge, das sind Sachen vor 3 Jahren, Junge. Ja, Digga, aber Engels Gesicht, seine Zeit ist auch schon wieder vorbei, yo. Aber der ist raus, Digga. Jetzt der dritte Liga-Reservespieler, oder? Ich ficke deine Abis, wer hat aber gerappt? Der von Banger Musik, er heißt der Zipo. Ich fick deine Abis. Ja, du bei dir auch, ich fick deine Abi. Du fickst nicht. Engel Abi fickst du nicht, glaub mir, safe nicht. Ne? Engel Abi hat schon Status und so, ne? Mach Kampf klar. Würde ich gerne. Den Biki hat ihn fast gefickt, ja? Nein. Und Biki hat mit Schlägereien nichts zu tun, er hat auch noch nie ein Shisha gezogen. Biki, ein besser Mann, ich schwöre. Er kommt auf jeden Fall nach. Er muss kommen. Der so wenn Biki nach Minden kommt, Digga, Legenden-Stream. Findest du Biki auch lustig? Biki ist so lost, er. Aber Biki, holen wir nach Minden, Digga. Wir machen Show. Nicht wir, sag du. Weil ich hol dir ja, selbst. Du musst auch dabei sein. Katze. Du solche auch, Leute, du musst auch dabei sein, auf jeden Fall. Glaube ich nicht. Security. Ich hab Angst, dass ich Laktose hab, Jungs, Alter. Da bin ich kein Mensch mehr. Ah, nice, denkt, er hat Laktose. Das ist was, Digga, Mandelmilch und so. Ich schwöre, wer sowas lecker findet, ist für mich kein Mensch. Vor allem Mandelmilch mit Cornflakes und so. What the fuck? Das kann man gar nicht essen. Das ist so wie wenn du Wasser mit Dings isst, ne? Weil das ist genauso dünnflüssig. Das hat gar nicht die Konsistenz von Milch. Aber manche essen auch Cornflakes. Ja, das ist eklig, Digga. Die haben einen Schuss nicht gehört. Ich glaube, ich gehe trotzdem mal zum Arzt. Einmal Bings überprüfen lassen. Allergientest machen, Digga. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Mach mal. Ich mach keinen Allergietest, ehrlich. Warum? Halte ich nicht für notwendig. Ich schon. Ja, mach. Für dich. Seine Trikots sind krass. Warum haben alle Nummer 4? Ui, aber zwei Leute, drei Leute haben Nummer 4. Vier? Was redest du? 4 Leute haben bei ihm Nummer 4. Oh yeah. Ich brauch unbedingt Kokain, Digga, ehrlich. Morgen. Digga, ich hab gestern mal bei Friseur, die haben alle Pro Bros getrunken. Ich sag, Digga, ihr könnt ja zicken, das schmeckt so eklig. Er sagt, Digga, anscheinend hast du Corona. Ich schmeck das auch schon eklig. Das war so lustig, ja. Es gibt Leute, die allergisch gegen Kleidung sind, Digga. Es gibt, Bruder, es gibt Leute, die sind allergisch gegen Geld. Es gibt Leute, die sind allergisch gegen Zeh. Es gibt Leute, die sind allergisch gegen Schwanz. Es gibt alles, Bro. Bist du von einer Kuh gekommen? Nein, dann brauchst du auch keine Kuh mit. Ist so. Einfach erklärt. Ist doch so. Boah. Van Dijk mit Varane wäre anders krass, aber Chemie-Kick, Bro, geht. Wir haben doch auch Joe Gomez, es klappt. Digga, diese gute Memes, auch einfach so einfache Idee, Digga. Er verdient einfach Geld mit Memes, Cousin. Ich höre, er verdient einfach gutes Geld mit Sachen von anderen. Er verdient einfach Geld, ja. Von anderen. Gut. Aber ich finde, am besten haben immer noch die Crew und Dings gemacht. Digga, die haben alles gefickt, Cousin. Die Crew und richtiger Kevin, Digga, die müssen ja nicht mal was machen, ja. Ey, die Crew und richtiger Kevin, Digga, die ficken alles. Die haben beide 1,2 Millionen Abos. Nur mit Motte-Content, ne? Nur. Könnt ihr den Kindern sagen, ihr wisst gar nicht, wie viel Geld wir machen. Gib auf, Digga, 3-0. Er hat schon gedrückt. Seid ihr auch gut mit Zecko? Wir waren nicht mal in seinem Musikvideo. Du Puto, du Puto. Das war Van Dijk holen. Arbeit ohne dich. Ja.
G-Boy Snack. Uns könnt ihr gute Netflix-Filme empfehlen, bin jetzt Quarantäne Langeweile. Guck einfach Narcos 10 mal durch. Ja, guck echt Narcos. Boah, Digga. Ey! Ey! R9, Baby. Er sagt, Jay-Z ist reicher als Kanye West. Ja, ist er. Für mich kein Spaß. Ich bin Team. Ach, Digga, gegen ihn macht gar keinen Sinn. Ich schwör alles. Ich hab Jere, willst du abbrechen, du Schwanz? Ja, okay, willst du spielen? Ja, gib her. Ja, spiel mal bitte. Cousin, du spielst eine Sekunde, er bricht ab, yo. Ja, Cousin, der ist anstrengender Spieler. Durchhalte vom Mim von Mariam. Wieso nicht mehr gut mit Zeko? Der zahlt kein Schutzgeld mehr. Frau Amiche gibt FIFA auf, ist nichts für dich. Ja. Geh mal lieber schlafen, Digga. Ja, Emil, ja. Tor. Nein. Chill doch. Er macht vielleicht gegen dich ein Tor, aber nicht gegen mich, Digga. Was? Junge, du Hurensohn, alter Mann! Er blockt den ab, mein eigener Hurensohn, Fotzen, Drecksmutter, Spielersohn, alter. Was macht der da? Ich bin dieser MU, falls ich erinnere. Scheiße, Digga. Ich zieh mal durch, ehrlich. Was macht der da, heute Digga? Noch lange, hoffentlich nicht. Na, dann gib wieder die Shit. Ja, krass. Oh. Was? Slady. Juni für Bildengruppe, ja. Ich glaube, Juni ist echt. Ich will diese Gruppe nur verlassen, weil Juni da drin ist. Free Melly. Free Hunter, da haben doch auch alle Free Hunter gepostet. Aber der hat jemanden in den Rücken gestochen. Ja, hast du aber gehört, warum? Nee, warum? Die wollten ihn auch ficken. Aber wollten ihn umbringen? Ja, die wollten, aber wollten ihn auch abstechen? Die wollten nicht abstechen, aber mit Glasscherbe und so. Ey, Digga, die haben mich gefickt. Lava, hat er es mal gesagt? Ja, hat er mal gesagt. Von was Highlights? Daraus. Dann gibt's keine Highlights. Ich geb das Spiel auch auf, ich merk das schon. Wee. Ja, mach einen Song an, lieber. Digga, spiel normal. Soll ich spielen? Nein. Jemand, der CR7 hat, gegen den will ich nie spielen, Digga. Ich glaube, Alessandrini wird bald öfter gespielt, jo. Oder King von. Digga, er ist so gut! Ich finde, das ist so blöd, wenn Leute so gehypt werden, wenn die sterben. Ich verstehe das nicht. Aber ich habe bei Pop Smoke gepostet, aber ich auch gefühlt habe, das ist nicht diese Hype-Sache. Pop Smoke. Kobe Bryant habe ich auch gefühlt. Free Pop Smoke machen. Puh! Hol einfach Messer, Blair. Warum hast du kein Messer unter deinem Bett, Digga? Na, aber würdest du Waffe unter deinem Bett haben? Klar. Gibt's manche, die haben so. Gib aber manche, die haben immer Waffe im Auto, ne? Klar, man muss doch sicher sein, Digga. Entweder du stirbst oder die sterben, Digga. Nein, nein, du stirbst sowieso. Ja, aber Alter, ich meine. Ja, entweder stirbst du durch die oder die sterben durch dich, Digga. Man muss sich entscheiden. Ja. Oder du verjagst sie einfach nur, ne? Das kann auch gut sein, um Leute einfach zu erschrecken. Der Old Man war auf einmal du! Ey! Leute laufen auf einmal. Manche Leute laufen weg, wenn die sehen, jemand anderes hat eine Waffe. Ja, und manche schießen. Die brechen bei Leuten ein, die sehen, die Person hat eine Waffe, die laufen weg. Ich höre so viele Army-Videos gesehen, Digga, wo Leute eingebaut sind bei denen. Die Leute holen Pumpgun und so raus, Digga, die Leute laufen um ihr Leben. Wenn ich euch gerade zuhöre, fühle ich mich, als ob ich Storm bin. Wie so Digga, das ist Storm, glaub. Mein Freund, der große Bruder, hat eine Machete unter dem Bett, Digga, den geht's nicht gut. Verrückte Welt. Der hat Schaden, Digga. Kaum Machete. Vor wen hat der Angst, yo? Boah, yes sir, yes sir, Ski. Digga, ich hab einfach nur Hunger. Boah, starke Mann. Alter! Na, dann schau bitte Insta. Digga, geht's um Geld? Wenn es nicht um Geld geht, dann schau ich nicht. Ich schwöre. Oh, bitte. Digga, du hast nur jemanden gezogen, Bro. Warum soll ich jetzt schauen? Das war echt nicht Mann, nee, halt. Das war halt einfach der Gegner, Digga. In diesem Moment da abzuspielen, Digga, das ist echt schon. Kannst du mir antworten auf Insta? Klar. Wie heißt du auf Insta, Vater? Die antworte ich gerne. Du bist. Boah! Der Torwart hat gar nichts gemacht, so wie bei dem Tor von diesem Mann heute, der Torwart. Nichts gemacht, Digga. Klatschen und durch. Boah, zieh einfach. Ja, tja. Michel. Ey! Oh! Boah. Digga. Heftig. Der war gut, Digga, muss ich einfach sagen, Digga. Der war echt gut, aber der war echt richtig gut, Digga. Und sein Team war echt unnormal. Da gehen wir, Digga.
Digga, du bist so fett, dann kann man müde sein. Sagt jemand, der jeden Tag um 21 Uhr schlafen geht. Was willst du von mir? Sag mir, wie viel kostet es ab? Ich kaufe nur für das 1 gegen 1 5 Euro. Aber okay, wenn du jetzt abbist, dann spielen wir jetzt auch nicht gegeneinander. Da kann man mal vielleicht irgendwann in Zukunft gegeneinander spielen. Aber jetzt nicht direkt, Digga, chill mal. Dafür müsste man schon ein bisschen mehr zahlen, Emi, als 5 Euro, Digga. Da reden wir über 1000, Bro. Michi! Was für ein Hundesohn Alisson ist, Junge! Was für ein Hundesohn Alisson ist! Das ist doch nicht normal, Digga! Verstehe ich, wie man den spielen kann! Man muss echt Pop spielen, Digga! Hundesohn, Alter! Ja, in Zukunft. Ah, Ficke, Junge! Ja, hol mal Sub, Digga, Emil! Ey, Digga, was ist los? Wärst du lieber Vampir oder Werwolf? Ich wär gerne ein. Nichts. Ich bin ein Niemand. Ich werde auch für immer ein Niemand bleiben, ein No-Name. Morgen eigentlich Isolation fertig. Stabil, Bro. Morgen eigentlich wieder Leuten Corona übertragen, sagst du. Wie war nochmal, habt ihr am ersten Tag ein Papier gezogen? Nicht am ersten, war da nicht Papier gezogen, ich weiß gar nicht. Aber war nicht am ersten Tag. Frau unterwegs hier, da, dies, das, kennst du da, Bro? Paar Kleinheiten, paar kleine Dinge machen und so. Bisschen durch Wald spazieren gehen mit Katze und so, kennt ihr doch. Katze Gassi gehen und so. Ah, der war gut, Digga. Ja gut, Digga, 4-0 ist zu viel, ehrlich. Geh gerne mit Katzengassi. Es gibt wirklich Leute, die können mit ihren Katzen Gassi gehen, ne? Das ist richtig cool, Digga, weil Katzen sind ja eigentlich voll die selbst, so voll die Egoisten und so, ne? Wenn du mit deiner Katze Gassi gehen kannst, Digga, hast du alles in deinem Leben erreicht, Digga, ehrlich. Ich schwöre, das ist so cool. Katzen sind so süß eigentlich, ne? Aber auch voll die Bastarde. Tja, wenn du das Spiel nicht gewinnst, Digga, du heiratest Mariam in Zukunft. Entscheid du, Digga. Die Mutter will auch nicht, dass sie heiratet jetzt. Ehrlich? Ja, und so. Das ist Entertainment, Digga. Das sind Idioten. Wer ist kein Entertainment? Das ist Verblödung. Nee, Digga. Wie bei mir, bei jemandem. Du hörst auch nichts. Okay, nicht gehört. Naja, aber du hast nicht. So was hört man nur von Frau. Oh, Digga. Oh, so ein rettet gerade. Digga, ich dachte schon, Alter. Zeig mir wieder, was für ein Hunde so alles am Bett ist. Da ist schon sehr gut gesteuert. Wurde reingezogen, stabil. Lauf sie, wir haben die Beine gesehen! 999 forever. Komischer Mensch. Digga, was ist das? Ich höre, nein, ist so geil. Ich denke, das ist okay, das ist. Ja, oh, wow. Aber glaubst du, der meint das damit oder nicht? Kai, warum hat der 999 eine Klammer, du Fett? Für alles eine Erklärung. Haffel hat gesagt, er hat 666 in Offenbach. Ja. Ist Haffel die Illuminati für dich? Ist er für dich? Nee. Das ist das Ding. Nein, Alter, ja. Schwierig kannte Juice WRLD nur, weil wo Nicki Minaj Europa-Tour hatte, der dabei war. Deswegen kannte ich ihn, schwöre. Sonst, ich kann auch kein Lied von ihm. Satanisten sind drin in sich. 999 Geschichten, Digga. Licht wird auf einmal hell und so. Hab ihn damals nicht so gefühlt. Stabil? Ganz Zeit, Digga. Juice WRLD, Gold. Jemand so ein Leben gehört hat. Digga, kein Pass! Future sagt, Freestyle, ja, stabil, Bro. Oder ja, okay, der hat tot gesehen. Der hat ihn schon gefreestylt, krass und so, aber warum wurde er nicht so verehrt, als er gelebt hat? Love-Fans. Auf einmal, als er gestorben ist, konnte er 7 Stunden freestylen. Als er gelebt hat, habe ich das noch nie gehört. Nein. Er macht voll die deepe Musik, ja. Geil, ist so einer. Ich schau, wie kann man deepe Musik hören? Was muss man für ein Opfer sein, Digga? Vom Schiff. Blair und Kai, die hören sowas. Wenn ihr Liebeslieder hört, dann hört wenigstens Dings, Alter. Hört wenigstens Weekend, ich schwöre. Weekend hat echt coole Lieder, Digga. Die so Hört auf mit Juice. Verdammt, Junge. 19-11. The Big Boy, yeah, you get me. It was a good match. Sorry, not sorry. 1-0, ja, der hat 64% Ballbesitz.